Das, Da steht ein Bienenkorb. ja, da steht, es sind Steinbienen. Nee, das geht mit der Holzspitzachse nicht, was du da gerade machst. Ja, ich musste mir nur eine Treppe machen. Aber was viel interessanter ist, ist das hier hinten. Guck mal. Das da hinten. Oh, Leuchtet. leuchtet, ja. Ja, deswegen Holz Werk. abbauen? Nee, warte mal, wegen Werkbank, dass wir uns Steinwerkzeuge machen, bevor du jetzt hier. Ja, Moment. Oh, hier leuchtet auch was Rotes. Steine kann ich dir geben, falls du keine hast. Ich baue jetzt einfach mal hier die Werkbank hin und mach mal hier eine Fackel. Hast du deine 10 Fackeln noch? Ja. Ich leuchte schon mal aus. Hier ist noch Boah, da ein unten leuchtet es überall. nicht texturierter Stein. Oh, ein Creeper, Ja. Creeper, zwei Stück. Hilfe, ich habe kein Schwert. Ich habe kein Schwert. Ja. Achtung, noch einer. Uah. Brenn! Jo. So, ja. Willkommen zurück und willkommen in der Aufnahme. Ja. Das Paket liegt komplett unter Sebi-Kraft LPT. Im TS kannst du dir nehmen. Oh, Und dann danke. darfst du direkt nachjoinen. Genau, dann darfst du In der nachjoinen. Oh, mache ich. Hoffnung, dass ich dann Weniger oft meine verreckst. Sterbequote dann aufhört und dann für deine steigt oder so. Ja, schau mal, ich fange noch 100 Mal. So. Hey, Ist Upgrades. so meine Idee. Was ist eine Idee? So. Fangere und er stirbt nicht mehr. Ja, stimmt, das wäre gut. Wäre mal was Neues. Weil Hier, ich habe bitteschön. schon fast alle Todesarten durch. Hier einmal, Was hast du schon wieder zweimal, geschafft? Ja. Dreimal. Oh Ein Mann. Skelett, ein Creeper jetzt gerade und ein Zombie hat mich auch schon. Ein böser Zombie, ein Angry Zombie. Ja, den. Okay, also das ist irgendwas grünes, leuchtendes, So, und edelsteinmäßiges, was da ja, rauskommt. was ich jetzt Ah, abgebaut das sind habe. diese Soundcraft-Dinge. Diese Ich habe Soundcraft-Steine. Crude Oil abgebaut. Ja. Also es gibt sehr viel Öl irgendwie diesmal Und in dem dann ganzen habe ich Material. jetzt Light Xyronium abgebaut. Ich hoffe, ich hab's. Okay, also wir müssen uns definitiv ein bisschen mit dem Zeug beschäftigen, so wie es aussieht. Ja, ein bisschen. Aber Ein ganz klein dieses wenig. Light-Dingsbums kommt, glaube ich, von diesem, wie heißt das? Xykraft oder ähnlich wie? Da kommt, glaube ich, das Oh, die Leuchtende her. Monster sind wesentlich intelligenter geworden, mal wieder. Finden jetzt spontan Wege. Entweder bin ich blind oder ich finde das nicht. Unter Minecraft Packs. Im Dateibrowser. Ja, Mann. Oh, was ist Ach, denn das? unterwegs. Ich habe da Mods gekommen. Hier sind auch sehr interessante Sachen. Hast du eigentlich auch noch irgendwie ein Schwert oder sowas gemacht? Nee, ne? Nee, aber da oben steht eine Ich Werkbank. bin Brauchst du nämlich. noch ein bisschen Holz? Ja, bitte. Ich bin nämlich immer noch unbewaffnet. Danke. Ich habe jetzt gerade abgebaut Graphit. Ja, ist auch Traumkraft. Okay. Na dann, müssen wir mal schauen. So, was bauen wir denn? Natürlich erstmal ein Steinschwert. Und ich habe auch genau zwei Kabels. Aber ich finde es gut, dass wir Fotos dabei haben. Das steigert auf jeden Fall die Zuschauerzahlen. Wegen der vielen Tode, oder was? Jo. Ja, danke. So, was habe ich Ja, noch? da muss ja eigentlich der Berater ankommen. Ja. Genau. Und solange ich nicht bin, ist alles okay. Solange Infocrafter was zu tun hat, ist doch auch alles okay. Genau. Ja. Ich höre eine Spinne. Irgendwo. Gerade irgendwo runtergeflutscht. Ich werde jetzt einfach mal hier. Boah. Kriegt man ja die Krise gerade. So, was ist das jetzt? Das ist Aluminiumohr, habe ich gefunden. Okay. Das ist das, was Was? du. Aluminium Ja, das ist das, was du gerade eben oben kaputt. Und jetzt habe ich hier noch was Schwarzes. Das Boah, ich krieg ist. hier die Oberkrise gerade. Aha, das ist dieser Dark, dieser schwarze Leuchtstein. Okay. Ich finde das hier alles gar nicht lustig. Ich finde das hier alles gar nicht lustig. Wo sind die Sachen aus Xeecraft eigentlich? Also, was sind das für Ja, welche? das sind diese Leuchtsteine. Dieses Rexironium, Lightironium und dieses Darkironium. Cool.
Weil die halten ja auch Monster ab, soweit ich weiß. Okay, merke ich nichts von im Moment. Ja, nein, wenn sie verbaut sind. Ach so. Ja. Aber ich finde hier gerade so viel Kram, ich komme mir schon vor wie in einer Dance-Ohr-Welt. Ja, ich auch, aber Dance-Ohrs mit ganz komischen Texturen. Oh, guck mal, das ist ja cool. Das musst du dir mal angucken, bevor ich es abbaue. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder hochgraben und hoffen, dass ich hier rauskomme. Warte, da. Oh, eine Fackel abgebaut. Ach, da bist du. Okay, warte. Ja, direkt hier. Ja, was? Guck mal. Au. Oh. Ja, der sieht ja auch lustig aus. Oh, cool. Ah, das sind Shards. Das sind die Thorncraft-Sachen. Ah, ja. Okay. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir hier unsere Welt nicht killen. Weil, Thorncraft soll ja wirklich recht gefährlich sein. Ja. Oh, was ist das da? Wenn man sich da ein bisschen... Das lässt sich schwer abbauen, was jetzt über mir ist. Was ich gerade gefunden habe, ist natürlich auch eine sehr interessante Sache, und zwar ein Quarzkristall. Ja, Quarz war auch für Thorncraft. Mist, das, was ich abgebaut habe, braucht offensichtlich eine, Eisenaxt. Ich habe noch kein Usage dafür, also anscheinend unterstützt NEI das noch nicht. Zwischen leuchtenden Sachen hier überall. So, und jetzt machen wir genau das, wo unser lieber Drake immer so sich drüber freut. Wir benutzen normale Kohle. Um Fackeln zu machen. Fackeln zu machen, ja. Naja. Wenn es in der Höhle nicht anders geht. Aber er ist auch sehr schweigsam gerade. Vielleicht kommt er gerade nicht so ganz hinterher. Ich habe auch gerade ein Quarzkristall gefunden. Ach du Schande. Gerade ein Loch im Boden gefunden. Boah, Zinn, Kupfer. Gefällt mir gar nicht, ehrlich gesagt. Du bist am Erkunden und ich hier darf hier die ganzen Ohre abschlagen, oder was? Ich schlage auch ab nebenbei, aber ich versuche halt immer ein Stückchen nach vorne auszuleuchten, damit kein Creeper kommt und mich um... Aber das machst du ja eh nicht. Ich meine, die kommen eh alle zu mir, also von daher bist du auf der sicheren Seite. Ja, das würde ich aber nicht sagen. Darum habe ich vorhin beim ersten Mal testen mich direkt in einen Creeper gestürzt, damit ich meinen ersten Tod weg habe, weißt du? Ach so, ah, deswegen. Ja, ja, ja. Wie viel Tode brauche ich denn, um Ruhe zu haben? So 600 bis 700. Ach so, na dann. Aber hier sind auf jeden Fall ein Haufen Viecher wenn's unterwegs. Wenn es weiter nichts ist. Aber von diesen komischen Ölsteinen oder was das ist, gibt es aber eine Menge. Meine Güte. Ja. Und hier gibt es auch eine Menge Viechzeug. Rumgelumpe. Hier gibt es zum Beispiel eine richtig schöne buggige Spinne. Au, au, jetzt ist sie nicht buggy. Jetzt ist sie. Ich muss mal kurz mal Bruder neu starten. Ich habe irgendwie 8% Paket verlost. Der date nichts. Hui, ich bin mal nicht gestorben. Mal was soll's. Ich esse mal ein Ei. Oh, Eier bringen ja viel. Einen halben Punkt. Ui, das so viel. Also das ist mal richtig Power, ne? Also mal richtig realistisch, nicht? Wie beim anderen 4. Ja. Beziehungsweise, ne, 2 waren es, glaube ich. Bei More Creatures waren es, glaube ich, 2. So, ich habe keine Fackeln mehr. Eisen. Auf jeden Fall ist irgendwas mit meinen Sounds nicht in Ordnung. So laut und das, obwohl ich gerade mal bei, keine Ahnung, 2% bin oder so. Bei mir ist es relativ leise. Entschuldigung. Ich mache jetzt den Sound mal noch weiter runter auf 1, mal gucken. Ja, jetzt ist er halbwegs akzeptabel von der Lautstärke her, aber immer noch ziemlich laut. Ah, ich bin einmal rum. Sehr schön. Oh, Sklett. Bleibt. Oh, das hier kann man nicht abbauen? Das ist irgend so ein Ding mit 3 orangen Punkten drin? Ja, das kannst du erst ab Eisen abbauen, glaube ich. Na gut, vielleicht machen wir uns gleich erstmal Bronze, würde ich sagen, wenn wir ein bisschen Zinn finden. Ich habe nämlich noch keinen Zinn gesehen bis jetzt. Ich glaube, ich habe schon was. Also Kupfer, oh, okay, wenn man vom Teufel spricht und so. Direkt hinterm Kupfer war Zinn. So. Wenigstens was, was ich mal erkenne. Ich bin jetzt schon wieder rum und was ist das? Okay. Das sieht ja lustig aus. Irgendwie so viele Sachen, die so komisch aussehen. Graphit, aha, okay. Ah, Graphit habe ich auch schon gesammelt. Ich glaube, wir werden irgendwann wirklich massiv Probleme kriegen, den ganzen Mist überhaupt unterzubekommen. Ja, ich... Und ich freue mich schon auf die Arbeit, die Rucksäcke anzupassen. Ich sehe das schon, wir werden auf jeden Fall 300 Kisten mehr brauchen als gewöhnlich. Aua! Aua! Alter!
Wir sind ein bisschen aggressiver. Ja, merke ich. Zwei Schläge und ich bin tot. Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Also das ist nicht so spaßig. Ein bisschen aufs Essen achten und so. Also derjenige, der die Logistikanlage diesmal baut, der wird seine helle Freude haben. Ach, hallo Creepy. Also Sepp. Ach nö, muss nicht sein. Doch, doch. Die Logistikanlage, die letzte Logistikanlage, die ich gebaut habe, hat den Server fast zum Absturz gebracht. Oh, hier ist. Mal viel Spaß. Ja, na komm wieder hoch, Junge. Was brauchst du denn so lange? Du hast auch rote Augen, aber du bist trotzdem ein normaler Zombie, ansonsten hättest du keine Textur. Nun komm schon wieder hoch. Meine Güte hier. Das nimmt ja kein Ende hier. Problem ist, dass die Höhlen so blöd einzusehen sind. Ja, die sind sehr verwinkelt, das stimmt. Geht's hoch und runter und links und rechts und wieder hoch und wieder runter und blaue Kristalle und gelbe Leuchtenkristalle und grüne schon wieder was Neues. Achso, Bauxit habe ich jetzt gefunden, okay. Okay. Wofür auch immer wir das brauchen. Weiß gar nicht, beeinflussen wir die Thorncraft-Welt eigentlich auch alleine dadurch, dass wir das Zeug abbauen? Also ins Negative, nicht, dass uns einfach hier was in die ganze Welt Oh, ich habe hier noch was Neues. Was noch nicht texturiert ist und ich nicht kenne. Irgendwas Rotes. Hier irgendwie tausend Sachen, Schauen die ich noch wir nicht mal. Gesehen habe. Oh, lässt sich schwer abbauen, wird also auf höherwertiges Werkzeug warten müssen. So. Ich möchte es ja nicht kaputt machen. So, was haben wir hier noch? Also den Hopfen und so weiter kann ich und... Ein Zombie. Ja, da müssten wir mal gucken. Ich glaube, Hopfen kannst du... Doch, du kannst es irgendwie anbauen. Es gibt ja, ich glaube, es gibt irgendwie... Habe ich zumindest im NEI gesehen, es gibt irgendwelche so Ständer, so Hopfenständer. Hopfen wird ja an irgendeinem Gerüst eigentlich immer gebaut, aufgebaut. Ja. Ich glaube, dafür gibt es da irgendwie was. Kaffee ja, und damit so müssen wir uns auseinandersetzen, weil das ist ja alles aus Better World. Frag mich. Da haben wir noch gut zu tun, denke ich mal. Und so. Ja, ja, wir werden uns nochmal schlau lesen müssen und vor allem Tutorials machen müssen. Ja. Mal ein paar Mods drin, die keiner kennt, das finde ich ganz witzig. Ja, dann mal die, wo spielen. Ja, genau. Mal ganz ernst, ich die Grundfunktionen sind uns ja durchaus bewusst. Aber noch nicht mal extra im Wiki nachlesen oder sowas, sondern einfach mal versuchen rauszufinden. Nee, ist ja in Ordnung. Also man kann es ja wirklich versuchen. Der Punkt ist nur, kommt natürlich ein bisschen lame rüber, wenn man es Let's Playt und keine Ahnung hat. Aber erstmal Material sammeln ohne Ende und dann hätte ich gerne das Grundgerüst unseres Hauses nochmal verkleidet mit diesen komischen Xycraft-Steinen. Ja. Nicht? Weil die leuchten alleine, die halten Monster ab. Oh, der Ben gerade. Juhu, meine Strähne ist zu Ende. Ja, ich hab mal gedacht, vor Jürgen noch 200 Mal sterbe ich halt auch das mal. Das ist sehr kameradschaftlich von dir. Beschützen doch euch mal. Oh, auch mal süß. Da versucht er sich zu rechtfertigen. Hat's geklappt? Nee. Ein bisschen vielleicht. 300. So, also der tiefste Punkt hier ist um die 38 rum, das ist schon mal ganz nett. Ja, tot. Doch bist du nicht tot. Seh dich. So. So. Und natürlich auf Wunsch des Publikums hin werden wir jetzt alles einsammeln. Also ich gehe aus dieser Höhle nicht wieder raus, ich nicht alles, was ich sehe, einsammeln. Okay. Okay, das machst du dir auch zu. Das machst du als erstes bei Dance-Ohr-Welten. Ja. Genau. Das wird dann. Natürlich werden wir nicht alles einsammeln. Das wird dann eine 300-Stunden-Aufnahme, gerade in der Dance-Ohr-Welt. Ich habe jetzt übrigens auch gelbe. Ja, das Problem ist, es gibt da kein Ende. Nach links und nach rechts nicht. Das heißt, wenn du einen Stein abbaust, kommt ja gleich das nächste. Ja, das ist schon.
Aber ich denke mal, ich bin bestimmt der Nächste, der jetzt gleich dran ist mit Sterben. Weil ich bin unten in der Höhle, ich habe einen Haufen Material in der Tasche. Ach, solange du keine Dias hast. Wer sagt, dass ich keine Dias habe? Nee, ich habe keine Eisenspitzhacke, ich kann gar keine Dias haben. Aber ich finde hier halt immer mehr Zeug. Oh, Uranium kann ich leider nicht einsammeln. Hm, schade, schade. Der Eisen dabei? Nee. Also ungeschmolzen. Und ich habe noch nicht mal mehr Fackeln. Natürlich habe ich diesmal auch komplett vergessen, mein Echo einzubauen. Das ist ja ärgerlich. Moment. Ich mach's. Öle. Ich mach's wie immer im Nachhinein. Ja, nee. Ich kaufe ja keine teure Hardware. So. Um die dann nicht zu benutzen, meine ich. Also. So, bin ich denn jetzt höhlig genug für eine Höhle? Ja. Eindeutig. Gut. Oh, hier geht's aber tief runter. Ja, es geht an einigen Stellen irgendwie sehr interessant runter, vor allem. Also hier geht's tief runter und ohne runterbauen gehe ich da nicht runter. Ja, das Problem ist, man muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. Ich bin übrigens inzwischen Level 10. Ich erst 4. Ich hab die Eingangshalle fertig. Sehr schön. Die Eingangshalle? Oh, was baut der schon wieder? Ich wollte gerade sagen. Mist, ich habe kein Werkzeug mehr. Wo? Ja, ich werde auch gleich mal oben kommen. Wo war die Werkbank? Ich hab... Ganz am Anfang. Ah, schön. Wo ist das? Immer nach oben und den Fackeln folgen, weißt ja, wenn du sie zur linken Hand hast, läufst du richtig. Zumindest wenn es meine Fackeln sind. Da habe ich diesmal nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Nee, da bin ich gerade eben hergekommen. Das ist natürlich dumm gelaufen, ja. Ja, dann irr doch ein bisschen durch die Höhle. Ja, ja. Es gibt ja große LPler, die machen das auch sehr gerne. Mhm. So über 30 bis 60 Folgen einfach durch eine Höhle irren. Aber ich sehe dich von mir. Ja, ich habe dich auch gesehen. Ich glaube, ich... Solltest du das irgendwann in Erwägung ziehen, wirklich? Ich habe es gefunden. Irren. Ja, dann also möchtest du dich gerne erschießen? Nee, dann war ich ganz, ganz lange und schub dich dann vom PC weg und grab mich nach oben. Ah, okay. So, jetzt habe ich wieder... War ich also nach China, ne? Genau. Jetzt habe ich wieder zwei Spitzhacken. So. Oh, ein roter. Hallo. Ah. Oh, du hast einen roten gefunden. Habe ich auch schon zwei gehabt heute. Der Ben hat ihn auch gleich gefunden, weil der guckt so an. Was ist denn ein roten? Der steht da hinten in der Ecke. Hast du ein Texturpack drauf? Huch. Ja. Ich zock Standard, bei mir sind die alle... Ah, du hast das Sixpack noch nicht runtergeladen? Nein. Hast du mir Bescheid gesagt? Hab ich extra reingepackt. Sag dir dann Bescheid, wenn es drin ist. Kam dann, und dann kam nichts mehr. Okay, also, du kriegst die Information noch jetzt. Wir haben das Sixpack. Oh, cool, geil. Also zumindest ein halbfertiges. Einige Texturen fehlen noch. Was ja auch logisch ist. Kein Wunder. Die Texturen hier haben wir ja größtenteils Fanatics zu verdanken. Wir brauchen natürlich noch ein paar mehr. Ja. Selbstverständlich. So. Und ich baue fleißig weiter ab. Ich sollte vielleicht wirklich langsam nach oben gehen, weil ansonsten werde ich gleich mit ziemlich viel Zeug in der Tasche sterben. Boah, ich finde jetzt schon so viel Eisen hier, das ist ja... Ich hoffe, ihr bringt das seltene Material Stein mit. Haben die... Ja, habe ich auch ein bisschen was mitgebracht. Haben die mit der 145 den Eisenanteil erhöht, oder was? Ja, dafür soll Kohle angeblich verringert worden sein, Hust. Ja. Sehe ich nicht so. Also die Kohlechunks sollen kleiner sein, hm? Ja. Na klar. Ja, ein Block kleiner. Also statt 20 hast du nur noch 19 Block. Ja, richtig. Kennt ihr The Wayne? Wayne interessiert. Ja, genau. Wayne. Kennt ihr John? Der schreit gern in der Tonne, ne? Oder fuck, da hält sich ja ein an. So. Das seltene Material, also, wenn das Zeug wirklich von Psycraft ist, hier diese komischen leuchtenden Kristalle, dann ist es wirklich wie Sand am Meer. Ja. Also alles. Also dafür, dass die. Und auch diese komischen Ölsteine da. Ja. Das ist ja deine Aufgabe schon, ne? Was denn? Juhu, freu, er hat schon Galler baut.